Herzlich willkommen, meine Lieben, zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier, was ihr investieren könnt für die Top-Partien, zu dem, was für Infos ihr einkaufen könnt, Freunde. Wenn es euch natürlich gefällt, würde ich mich selber einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr neu hier seid, Freunde, lasst es gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Ab geht's. So, Freunde, ihr braucht noch günstige Spiele, PSN-Karten oder sonstiges, schaut gerne bei meinem Partner Eneba vorbei. Mit dem Code Alex96 bekommt ihr nochmal 3%. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ab geht's. So, Freunde, da schauen wir uns natürlich an, was die erste Top-Partie ist. Ist Paris gegen Lens eine sehr, sehr gute Partie. Ich habe diesmal nur 3 Top-Partien rausgefunden. So, es gibt jetzt nicht so viele Partien, meiner Meinung nach, die interessant sind. Deswegen habe ich jetzt heute nur 3 rausgesucht. Erste ist auf jeden Fall Paris. Ich würde euch empfehlen, versucht euch die seltenen, wie gesagt, immer wie für 700 zu erbieten. So, solche Karten könnt ihr sogar versuchen für 400 zu erbieten. Könnt euch natürlich die Non-Vers für 450 oder 500 mitnehmen, wenn ihr die bekommt. Ihr seht, das Paris-Spieler kosten zum Beispiel jetzt schon 600. Aber wenn ihr das seht, wie gesagt, die Rewards, die kommen dann natürlich noch. Die werden dann noch ein bisschen billiger. Da könnt ihr diese Karten natürlich mitnehmen. Schauen wir mal Lenz. Ich denke, Lenz sollte eigentlich billiger sein. Lenz ist noch teurer, okay. Lenz kostet 750. Sehr teuer, muss man wirklich sagen. Also ihr seht hier, die Spieler von Lenz sind wirklich fast gar nicht gefühlt auf dem Markt. Versucht wirklich den Torhüter vielleicht für 450, 500 zu erbieten. Ich gehe mal davon aus, dass man die bekommen wird. Wenn man ein bisschen bietet, bekommt man diese Karten bestimmt. Ein bisschen snipen, ein bisschen bieten. Gerade wenn die Rewards draußen sind, könnt ihr diese Karten safe mitnehmen. Für 400 bekommt ihr solche Karten eh. Gehe ich mal von aus. Oder hier 350 so eine Karte. Ihr könnt ihr 350 drauf bieten. Geht ihr einfach die Karten durch und bietet auf jede Karte mal 350 oder 400. Da werdet ihr schon eine bekommen. Ja, okay, die werden sogar für 750 gekauft, wie man hier sieht. Aber es sind natürlich auch Innenverteidiger und ein Torwart. Ja, Torwart ist jetzt eigentlich uninteressant. Aber ja, ihr seht, die kaufen die für 750. Würde ich jetzt nicht mal maximal 300. Gehen wir zu der nächsten Top-Partie. Ja, und das ist ein Big Banger, würde ich mal behaupten. Manchester United spielt gegen Liverpool. Also wenn das nicht kommt, ja, würde mich sehr, sehr stark wundern. Auch hier könnt ihr natürlich versuchen, wieder die seltenen für 700 zu erbieten. Versucht das einfach. Ihr könnt auch 750 drauf bieten. Wir schauen mal Menu. Okay, man, ja, die Partie ist halt safe überinvestiert, gehe ich auch von aus. Ihr seht das hier, 850 gibt es jetzt einen. Schauen wir mal Liverpool, die Partie ist halt, ja, da hängen so viele Investoren drin. Ich gehe halt davon aus, dass diese Partie auch sehr hohes Rating erfordert. Das heißt, ihr könnt so auch 81er, 82er Karten aus der Premier League einkaufen. Okay, Liverpool ist ein bisschen billiger, muss man jetzt wirklich sagen. Hier schauen wir mal 650, ja, 650, gucken wir mal. Ja, ist jetzt nichts Günstiges dabei. Auch hier könnt ihr natürlich trotzdem gucken, ob es hier vielleicht was Günstiges zu bieten gibt, aber sieht jetzt nicht so danach aus. Deswegen macht es jetzt keinen Sinn, hier noch Karten zu suchen. Aber ja, Freunde, versucht vielleicht den Thielemans unter 1K zu erbieten. Ihr seht, der ist jetzt ungefähr schon bei 1,4. Wenn ihr sniped, ja okay, 1,3 kriegt ihr den auch noch. Ich würde den versuchen, unter 1K einzukaufen. Dann solltet ihr nichts verkehrt machen. Thielemans eigentlich eine gute Karte, gerade für SBCs. Genau dasselbe Prinzip könnt ihr auch mit einem Chaka machen. Und alle Karten, die Richtung 80 oder höher sind, könnt ihr das alles aus der Premier League machen. Weil ich gehe davon aus, dass die ein 80er oder 81er Rating fordern bei der Premier League. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu der letzten Partie noch rüber, Freunde. Freunde, und da sind wir beim guten FC Barcelona gegen Valencia. Und wir sehen, ja, ich weiß nicht, ob man die jetzt genau für 700 bekommt, aber die hat man sehr, sehr oft immer für 700 bekommen, die Spieler von Barcelona. Okay, hier ist jetzt nirgends ein Gebot drauf. Also ich gehe davon aus, dass ihr diese Karten echt für 700 erbieten könnt oder so ein Dest vielleicht sogar für 600 oder 650. Könnt ihr auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Wir schauen mal, was die billigsten Karten von Barcelona aktuell sind. Auch wie diesen aktuell, wie gesagt, teurer. Aber wenn natürlich die Rewards da sind, werden diese Karten drauf gespammt. Okay, 1K kosten die. Ist jetzt ein bisschen was auf jeden Fall. Aber ja, 950. Versucht die für 750 oder billiger zu erbieten. Wie gesagt, 750 geht noch klar. Seltener werden eh gebraucht durch die ganzen Upgrade-SBCs, die da sind. Macht ihr da nichts verkehrt. Valencia werden die ein bisschen billiger bekommen, bin ich mir sicher. Bekommt man so für, ja, für 800, ja, Barcelona 59, die hier 800, könnt ihr natürlich versuchen, so ein hier gutes Rating, 8er Rating für 750, könnt ihr problemlos mitnehmen, könnt ihr all in eigentlich gehen,
Ja, ihr seht, die werden auch für 800 gekauft. Ja, könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen bis 700, meiner Meinung nach. Wie gesagt, die kommen eh so oft drauf, dann nehmt ihr die für 700 mit, da geht das klar. Was ihr auch noch machen könnt, ihr könnt generell einfach die seltenen versuchen für 700 zu erbieten und die Non-Rares versucht ihr einfach für so 500 oder noch weniger zu erbieten. Also das sind nochmal zwei Filter, die ihr auch erbieten könnt. Versucht einfach jeden Non-Rare für 500 mitzunehmen. Freunde, angekommen an den Informs, zeige ich euch natürlich auch wieder, was ihr hier einkaufen könnt. Wir fangen natürlich wieder mit jeder Karte an. Ich würde euch empfehlen, so Karten hier für 9-2 euch einmal mitzunehmen. Einmal jede Karte von diesen hier in den Verein einmal mitzunehmen für 9-6. Wie gesagt, ich will ja den Eusebio Moments bald kaufen. Also ich werde den wahrscheinlich morgen oder übermorgen kaufen. Deswegen investiere ich jetzt nicht mehr in Informs, weil ich natürlich meine Coins dafür brauche. Ich werde meine Liste auslaufen lassen und werde den dann kaufen. Und die restlichen Coins werde ich dann natürlich auch wieder reingehen. Könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Die Karte hier finde ich sehr, sehr interessant, diesen LM Spanier. Wenn ihr den wirklich wenn ihr den für 9,7, ihr seht sogar, den gibt es für 9,8, bin ich ehrlich, könnt ihr all in gehen. Wer wenig Münzen hat, okay, was heißt wenig? Ja, 1, 2 Millionen solltet ihr schon haben. Unten drunter lohnt es sich gar nicht, eigentlich in Informs zu gehen. Eigentlich braucht ihr ja 10, 20 Millionen, dass es sich rentiert, überhaupt da ja, reinzugehen. Mit den Informs, die steigen meistens pro Woche so 1, 2K. Was natürlich, wenn ihr das mit 10 Millionen macht, 1 Million Gewinn ist auf jeden Fall stabil. Es kann natürlich auch Karten geben, wo natürlich 2, 3K steigt. Deswegen empfehle ich euch immer, investiert nicht nur in eine Karte, investiert in 2, 3 Karten. Den hier finde ich auch sehr, sehr interessant für unter 10.000. Brasilianer ZM, machst du nichts verkehrt, wenn du diese Karte mitnimmst. Also wie gesagt, hier die 2 könnt ihr mitnehmen. Auch den hier finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, gerade dadurch, dass es die ganzen englischen Tots gibt. Schauen wir mal seine Karte kurz an. Hat halt leider 3-3, aber ist halt schnell. Könnte man über außen theoretisch spielen, wenn jemand jetzt einen EFL-Tot zieht, könnte man diese Karte auf jeden Fall mitnehmen. Ja, ist auf jeden Fall nicht verkehrt, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Wie gesagt, bei den zwei würde ich sagen, kann man auf jeden Fall mehr holen. Bei den anderen holt ihr jeweils jede Karte einmal. Gehen wir weiter hier. Der Embolo ist aktuell bei 12.000 für einen 82er Inform. Also, ich bin mir sicher, bei den ganzen Packs, die kommen am Freitag, Samstag, Sonntag, könnt ihr diese Karte für 10,5 einkaufen und das ist auch wirklich ein Preis, ja, unfassbar. Da müsst ihr reingehen. Also, wer wirklich jetzt noch sagt, ich will noch mal ein dickes Invest machen, ich will noch mal viele Coins investieren, geht in so Karten. Wie gesagt, geht nicht nur in eine, geht ruhig in ein paar. Ein Embolo ist jetzt ja hauptsächlich SPC-Futter, obwohl sein Wert gar nicht mal so schlecht aussehen mittlerweile. Der hier ist sogar auch, glaube ich, aus der Premier League hier, wenn mich nicht alles täuscht. Schauen wir mal kurz. Ja, ist sogar aus der Premier League. Der hat denselben Preis ungefähr wie der Embolo. Ihr seht sogar, der läuft nicht mal aus. Da muss man, wie gesagt, ich werde mir jetzt einen holen. Ihr könnt ihn für 10.200 erbieten. Wie gesagt, in so Karten könnt ihr wirklich all in gehen. Da macht ihr absolut nichts verkehrt. Wenn ihr so Karten hier mitnehmt für 10.000, also was wollt ihr verkehrt machen? Da macht ihr gar nichts verkehrt. Es kommen eh wieder SBCs, wo Informs benötigt werden. Hier Payet, die nächste Karte. Wenn ihr safe für 13.000 bekommt, könnt ihr auch all in gehen. Werdet ihr auch gar nichts verkehrt machen, diese Karte hier. Ja, 11.000, also für 83er Inform, wie gesagt, ich will es eigentlich nicht so viele Informs kaufen, aber ich habe wahrscheinlich eh, wenn ich meine Liste leer mache, wahrscheinlich um die 10 Millionen. Der Eusebio kostet so 7,5, deswegen kann ich ruhig eigentlich ein paar kaufen, ist jetzt nicht so schlimm. Hector mit einer meiner auch interessantesten Karten kriegt ihr aktuell so für 10.200, bin ich mir sicher, während den Packs kriegt ihr den für 10.000. Sehr gute Karte. ZM, Bundesliga, Deutscher, sehr, sehr gute SBC-Futterkarte. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch gönnen und auch All-In gehen. Wie gesagt, das sind fast alles Karten, wo man All-In gehen kann. Sehr, sehr gute Karten zum Investieren. Genauso wie der hier. Der ist also Premier League-Innenverteidiger für 13.000. Wenn der noch ein bisschen runtergeht, selbst für 13.000 würde ich sagen, könnt ihr eigentlich schon komplett All-In gehen. Kommt eine gute SBC mit viel Chemie, mit einem Inform, wird er sehr, sehr hoch gehen. Ist natürlich sehr, sehr gut linkbar mit einem Schmeichel, was schon mal sehr, sehr gut ist. Ein NDD.
Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Karte, meiner Meinung nach. Auch hier kann man reingehen. In Bravo würde ich jetzt nicht reingehen. Könnt ihr euch auch einmal mitnehmen für die 9.900, wo ihr ihn bekommt. Aber ist jetzt ein Torhüter, geht man nie all in. Außer, ja, es gibt keine anderen Informs, die interessant sind. Und es gibt hier sehr, sehr viele Informs, die interessant sind. Dubravka ist aktuell auch sehr, sehr billig. Also ihr seht das hier. Das ist wirklich... Das wird der billigste in Form 86er Rating. Ihr seht, der ist ja jetzt schon bei 22.000 gefühlt. Ja, 24.000 ist er aktuell. Ich gehe davon aus, dass er sogar auf 22.000 runtergeht. Also da könnt ihr den auch problemlos mitnehmen. Der billigste ist aktuell bei 30.000 ungefähr, der 86er. Billigste 30, ja, ist bei 30.000 ungefähr. Und wie gesagt, die letzten sind vom letzten Woche sind immer alle gestiegen nach dem Wochenende. Wo die ganzen Packs geballert wurden, sind diese Karten angestiegen. Das gehe ich auch von dieser Woche aus, gerade Premier League, da wird nochmal mehr Packs geballert. Deswegen kauft die Informs erst am Samstag, Sonntag ein, würde ich euch empfehlen. Den hier würde ich nicht einkaufen, den hier würde ich nicht einkaufen. Alexandro aktuell 50.000, sollte der auf 35 runtergehen, ist das meiner Meinung nach auch eine Karte, wo sehr, sehr interessant ist. Klar, ich sehe es nicht so spielbar, aber ja, 86er Inform, Brasilianer, Serie A, sehr, sehr gut linkbar für SBCs, deswegen könnt ihr da nichts verkehrt machen. Ich glaube, der hier ist teurer wie die anderen 84er, deswegen will ich den nicht mitnehmen. Ja, ihr seht das hier ein klar, also wenn ihr die wirklich für 11k oder so bekommt, also ja, was wollt ihr machen? Ich denke jetzt nicht, dass ihr den für 11k bekommt. Selbst wenn ihr den für 12,5 oder so bekommt, ein 84er Inform von Ajax Amsterdam könnt ihr mitnehmen. Könnt ihr auch mit einem Tadic oder Onana für eine SBC linken, obwohl Onana gibt es hier gerade gar nicht in FIFA, also die Karte schon noch, aber ist sehr, sehr teuer, weil er ja nicht mehr gezogen wird, weil er ja diesen Skandal da hatte. Machen wir weiter mit dem Oscar, den ich auch sehr, sehr interessant finde. Unter 20.000 ist er, 85er Inform. Auch wenn ihr den für 17.000, 18.000 bekommt, könnt ihr auch komplett reingehen. De Paul aktuell 30.000, sogar relativ gut spielbar, meiner Meinung nach. Also der hat relativ gute Werte. Auch das ist eine Karte, wo ihr komplett all in gehen könnt. Ihr seht, das gibt so viele Informs, wo ihr reingehen könnt. Der hier, ja, auch der ist, ist jetzt nicht die beste Nation, ist aber Rating und Opposition ist auf jeden Fall interessant, meiner Meinung nach. Wodurch man auf jeden Fall reingehen könnte, ein Iličić könnte man den perfekt linken. Deswegen das ist auf jeden Fall keine schlechte Karte, genauso wie er hier. 16.000, 17.000 für einen 84er in Form, machst du eigentlich nichts verkehrt. Obwohl, man muss jetzt sagen, dann ist der hier, ja, das hätte mich gewundert. Der ist halt bei 14, die anderen sind halt ein bisschen teurer, muss man halt sagen. Ja, die sind halt deutlich besser für eine SBC hier. Der hier, mit wem könnte man ihn linken, ist halt die Frage. Da würde ich halt schon eher in den Klassen gehen für 14, statt den hier für 17 zu holen, sage ich euch, wie es ist. Oder ihr holt halt den hier für 17, ist interessant, RM, der RS besser gesagt, aber könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Griezmann würde ich nicht, glaube ich, mitnehmen, kostet 200.000, ey, Griezmann nehmt ihr nicht mit, ist eh eine Schmutzkarte. Sollte der nicht auf, keine Ahnung, ich sag mal 80, 90k fallen, was er nicht fallen wird, ist ja uninteressant, aber wir haben hier so viele Karten, wir können hier in 80% der Informs investieren, Freunde. Wie gesagt, das war hauptsächlich jetzt ein Investing-Video, was ihr in die Informs investieren könnt, aber wie gesagt, diese Woche sehe ich da sehr, sehr viel Potenzial drin, dass man da auf jeden Fall sehr, sehr gute Gewinne fahren kann, wer da reingehen möchte. Wie gesagt, Freunde, ich habe euch jetzt die Spieler genannt, die ich sehr, sehr interessant finde. Wenn ihr Bock habt, kauft euch diese Spieler, Freunde. Wie gesagt, die werden meiner Meinung nach 100% steigen. Ihr sagt, Samstag oder Sonntag kaufen, macht ihr nichts verkehrt. Die werden dann schon unter der Woche ansteigen. Wenn die mittwochs out of packs gehen, werden die noch höher gehen. Und ja, das wäre es dann mit dem Video gewesen, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch geben. Wenn ihr neu hier wart, lasst es gerne ein Abo da. Und würde ich sagen, ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.